ist Party Halligalli. Alles im Eimer, doch wir hüpfen wie bei Dalli Dalli. Jeder sagt, das Thema ist in der Region die Arbeitsmarktdaten äußerst gut sind. Das darf uns aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Wirtschaftswachstum noch ein ganz, ganz zartes Plätzchen ist. Ich denke aber, dass wir als Gewerkschaften alles dafür getan haben, dass wir aus dieser Krise, die nachweislich andere verursacht haben, wieder herauskommen. Gerade wenn man bedenkt, und das ist unbestritten, dass die Binnennachfrage fehlt. Es wurden maßvolle Tarifabschlüsse mit Blick auf Arbeitsplatzsicherung abgeschlossen. Nach der Krise Teil 1 haben alle gedacht, dass das Winken mit dem politischen Zaunpfahl schon ausreichen wird. Ich habe eher den Eindruck, dass wir uns in eine Gesellschaft verändern, in der das kollektive Betteln angesagt ist. Immer weniger Menschen können von dem leben, was sie an einem Arbeitsplatz verdienen, sodass sie weitere Arbeit um jeden Preis annehmen müssen oder aber auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Im Übrigen ist auch der überbordende Gewinn der Unternehmer und die Renditeerwartung daraus mit ein Grund für die Wirtschafts- und Finanzkrise. Das steht mittlerweile fest. Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen bei unserer Mai-Kundgebung hier in Ingolstadt.